Wir machen heute mal wieder einen kleinen Love Talk. Boom, da ist sie. Aber sonst, Mexiko läuft alles gut, sagst du, ja? Ja, so ich fühle mich so minimal bedrückt. Gibt es noch Menschen, die sich offline kennenlernen? Heutzutage verbringen wir sehr viel Zeit online. Dass man als Mann auch einfach Mut zusammennimmt, eine Frau anspricht, so wie jagen, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen. Mhm. Das gehört für mich ein bisschen mit dazu, damit die Experience insgesamt auch nice ist. Es geht ja safe. Nicht nur noch um Optik. Wenn zwei Menschen zusammenfinden sollen, sollen sie zusammenfinden. Zu viele Optionen sind manchmal auch nicht gut. Ich weiß ja, du magst Frauen und nur du lernst auch gerne Frauen kennen, je nach... Aber ist es wirklich deine deepe Message im Herzen? Weißt du, was verbreitest du nach außen? Ja, aber das mit diesem Peinlich, das ist auch nur hier in Deutschland. Glaubst du daran, dass es nur einen Menschen gibt, der für dich bestimmt ist? Das heißt, ich habe immer diese Verlustangst in mir und dementsprechend auch die Eifersuchtversuchung nicht widerstehen konnte. Sie ist eine Frau, sie ist kein Mann. Viele Frauen haben auch nicht richtig auf dem Schirm, wie Männer funktionieren. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Was geht ab? Wir sind wieder live, meine lieben Freunde, was geht ab? Wie geht's euch, Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Yes, sir. Die Justine ist auch schon am Warten drüben. Wir machen heute mal wieder einen kleinen Love-Talk. Spontane Geschichte. Ich habe gerade beim Kochen mit der Justine ein bisschen gequatscht und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal einfach einen Talk machen mal wieder auf Twitch, auf Live-Basis. Und die hat auch Bock gehabt und Zeit gehabt und deswegen sind wir hier heute versammelt. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Kriegerfall ist auch wieder da. Was geht ab, man? Wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Abend gehabt. Ich bin heute relativ spät online gekommen, 22 Uhr. Aber ich werde, denke ich mal, so ein, zwei Stunden bleiben. Heute mal mit Brille, Bruder. Ja, ich merke einfach, ohne Brille, ich sehe einfach nichts. Sieht zwar cool aus vielleicht, aber ich sehe nichts. Ich möchte mir eigentlich auch die Brille hier kaufen. Die habe ich mir hier hingelegt zum Manifestieren, wie Justine sagen würde an der Stelle. Die will ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich bin nicht mehr so der Fan von der hier, aber ist okay. Ist okay. Das Alter schleicht sich langsam ein, ja. Was soll ich dir sagen? Sag sowas nicht. Im Herzen bin ich immer noch 18. Ist mit Sehstärke. Aber ja, bevor ich jetzt hier wieder zu lang mit euch rumlaber, ich will die Justine nicht so lange warten lassen. Deswegen, Justine, du kannst einmal dein Mic wieder scharf stellen an der Stelle. Hi. Servus. Man hört dich, aber man sieht dich noch nicht. Ich werde jetzt rüberschalten. Echt? In den Love-Talk-Modus. Okay. Boom. Da ist sie. Die Justine. Ja, hi. Was geht ab? Ich habe den Chat auch nebenbei offen. Ich sehe alles. Echt, ja? Cool. Also, Freunde, ja, schön mega. Artig bleiben, okay, ja? Die Justine sieht den Chat auch. Also, schön artig bleiben, meine Jutzen. Ja, mega. Cool. Wie geht's dir, Justine? Alles gut? Dabei. Ja, mir geht's gut soweit. Also, ja, doch ganz gut. Und dir? Ja, das kam ein bisschen zögerlich raus hier. Was ist los? Ja, also ich muss sagen, da wir jetzt gerade im Love Talk sind, ne, passt ja zum Thema. Also ich habe ja die letzte Zeit, also wenn man meinen YouTube-Kanal verfolgt, dann weiß man, dass ich mich mit dem Thema Liebe ja ziemlich viel beschäftigt habe die letzte Zeit. Voll. Ich hatte ja jemanden kennengelernt und so weiter und dann ist das nicht so gelaufen wie gewünscht und seitdem... ja, ich merke einfach, dass mich das ein bisschen einnimmt, weißt du, in meinen Gedanken. Ich will gar nicht darüber nachdenken, aber irgendwie, manchmal kann man es einfach nicht abschalten und ich merke einfach, wie einen das dann auch runterzieht und wie einen das so ablenken kann und dementsprechend sage ich, dass es mir nicht hundertprozentig, also ich bin jetzt nicht hundertprozentig, wie sage ich denn so, happy, frei, ausgelassen, ja, so ich fühle mich so minimal bedrückt, manchmal mehr, manchmal weniger. Ne, das schwankt auch immer, je nachdem, wie ich gedanklich mich halt auf was ich mich konzentriere auch, ne? Ja, verstehe. Mann, deswegen sage ich so, geht eigentlich. Also eigentlich geht's mir gut, Mann, aber du weißt ja selber, bisschen wie das manchmal diese ist. Liebeskummerfilme sind noch da, sagst du, ja? Ja, Mann, so ein bisschen, ja, ich muss schon ehrlich sagen. Gerade wenn man so verliebte Pärchen, weißt du? Ja, ne? Um sich dann herum sieht man die auf einmal so. Überall so, ne? Ja. Vor allem und dann... Ja. Dein Roomie ist ja jetzt auch in Love gerade. Ja, Tinder-Geschichte, ne? Der hat einfach mal eine gedatet und die kennen sich jetzt seit wie lange? 3 Wochen oder so? Und wollen zusammenziehen. Ey, lass uns da gleich nochmal intensiver reinsteigen. So auch in das Thema Tinder und so. Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, auch viele Leute beschäftigt. So. Aber sonst, Mexiko läuft alles gut, sagst du, ja? In Mexiko so an sich, ja...
eigentlich auch gut. Also Wetter ist halt gut, Leute sind da, Leute kommen und gehen, wie immer halt. Ich habe halt ein bisschen das Gefühl, dass mir die Decke auf den Kopf fällt, weil ich schon so lange jetzt nur in Cancun bin. Hm. Und deswegen verreise ich jetzt auch mal nach Isla Mujeres, so kleine Ausflüge. Und manchmal denke ich auch, vielleicht sollte ich mal weiter verreisen. Aber an sich, ich kann mich nicht beschweren, weißt du, Mexiko ist halt wirklich... Also ich habe mir letztens vorgestellt, wie es wäre, jetzt in Deutschland zu sein. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich glaube, ich wäre da 2 Tage und würde mich fragen, was mache ich hier? Also es ist schon schön hier. Ne? Fühle ich. Genau so habe ich mich gefühlt damals, als ich nach Deutschland gegangen bin. Also ich und Justine, wir kennen uns auf jeden Fall schon länger, auch persönlich. Nicht denken, dass wir uns hier gerade online kennenlernen. Das ist es nicht. Ja. Aber die letzte zum Beispiel, das war die Isabeau, die bei mir hier im Love Talk war. Die habe ich zum Beispiel persönlich noch nie gesehen. Und ich finde es auch nicht verkehrt, dass man sich auch mal so kennenlernen kann. Vor allen Dingen, weil es halt auch cooler Content ist. Man kann sich kennenlernen, man kann ein bisschen über die Themen Frau und Mann quatschen, weil ich glaube, dass auch gerade in der jetzigen Zeit so schon ein Thema ist, was sehr viele Menschen beschäftigt. Ne? Das ist auch ein gutes Thema, was wir eigentlich so als erstes Thema benutzen können. Gibt es noch Menschen, die sich offline kennenlernen? Also, willst du? Ja, also... Ich wollte dazu sagen, dass wir sind halt in der heutigen Zeit, okay? Und die heutige Zeit ist halt viel online. Ne, das ist nicht mehr so wie früher, das kann man halt nicht vergleichen. Heutzutage verbringen wir sehr viel Zeit online. Und wenn wir viel Zeit online verbringen, natürlich lernen wir auch dort Leute kennen. Ist ja ganz normal. Ne, je nachdem, es gibt Menschen, die sind nicht viel online. Es gibt Menschen, die haben kein Instagram und kein nichts und die lernen dann nur Leute draußen kennen. Es kommt natürlich darauf an, wie du deine Zeit auch verbringst. Also ich zum Beispiel, ich lerne oft Leute auch draußen kennen, aber überwiegend auch durch soziale Netzwerke, weil ich da präsent bin. Ich verbringe ja sehr viel Zeit da drin, ne? Also zum Beispiel jetzt ganz kurz, mein Roomie zum Beispiel, mein letzten, der kam, oder meine letzten 2 Roomies, die bei mir hier gelebt haben, die kennen mich durch YouTube. Die haben ein YouTube-Video von mir gesehen. Und dann haben die mich angeschrieben und dann hat man sich erst live kennengelernt. Verrückt aber, ne? Die haben quasi eine Unterkunft gesucht oder wollten nach Mexiko und haben mich online gesehen. Ja, das ist halt so. Ich muss da ganz klar zusagen, dass auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich so eher der Real-Life-Typ bin. Also ich bin einer, der auch nicht so gerne übers Internet Frauen kennenlernt oder so, weil ich auch einer bin, ich will auch die Energie direkt spüren. Ich will auch einfach wissen, welcher Mensch dahinter steckt, so bevor ich mich auf irgendwelche Dates einlasse, wo ich gar nicht weiß, was erwartet mich da jetzt so, weißt du? Also ich bin schon eher der Typ, der lieber eine Frau im echten Leben kennenlernt, im echten Leben anspricht vor allen Dingen auch. Ich finde, das gehört auch zu dem Kennenlernen ein bisschen dazu, dass man als Mann auch einfach Mut zusammennimmt, eine Frau anspricht, so wie jagen, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen. Mhm. Das gehört für mich ein bisschen mit dazu, damit die Experience insgesamt auch nice ist, weil online fällt halt viel weg so, ne? Bin ich voll bei dir, zumal ich bin ja auch ein bisschen auf Tinder unterwegs ab und zu und da versuche ich manchmal schon nach meinem Gefühl zu gehen, ne? So energetisch schon reinzufühlen, habe ich Lust, diese Menschen kennenzulernen, ja oder nein, aber oft habe ich gar keinen Bock, weil ich die Energie nicht richtig fühlen kann. Mhm. Wenn ich den Mensch zum Beispiel dann, also bei den letzten, die ich kennengelernt habe, ganz kurz, der hatte mich auf Tinder gesehen, hat mich dann auf Instagram angeschrieben und ich habe gefühlt, dass ich den treffen will live. Wir haben uns sofort am nächsten Tag getroffen und dann hat es sofort energetisch gepasst. Das kann passieren, dass man das irgendwie spürt, so, gibt's, oh, ich habe dieses Gefühl, ne? Aber selten, weil man muss auf jeden Fall den Menschen live sehen. Oft ist es auch so, ich kenne jemanden nur online, habe gar keinen Bock, eigentlich gar kein Interesse, diesen Menschen wirklich kennenzulernen. Dann treffe ich den Menschen draußen und denke mir, wow, was für eine Energie. Weißt du, das spielt ja total mit. Es geht ja nicht nur noch um Optik. Kommt halt auch darauf an, auf was du hinaus willst, sage ich mal an der Stelle. Wenn du jetzt jemand bist zum Beispiel, der nur seinen Spaß sucht oder so, dann ist es dir vielleicht auch egal, nicht ganz so wichtig, wie der energetische Vibe zwischen euch ist. So. Also ich finde es geil, im Real Life einfach die Menschen kennenzulernen und zu gucken, was sich dann daraus entwickelt. Natürlich habe ich auch mal online, ich meine, meine Ex-Freundin zum Beispiel habe ich auch online kennengelernt. Die hat halt auf eine Story von mir reagiert, irgendwie auf Instagram. Und dann hat man sich getroffen und gemerkt halt, dass die Energie nice ist. Das kann natürlich auch passieren. Yeah. So. Manchmal weiß man halt nicht, okay, was erwartet einen so. Aber ich glaube schon, dass man sowohl offline als auch online schon seinen Partner finden könnte, oder? Auf jeden Fall. Und ich glaube auch ganz, ganz sicher, da bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass wenn 2 Menschen zusammenfinden sollen, aus was für einem Grund, ja, dann werden die sich kennenlernen, egal ob über Instagram, egal ob über YouTube, egal worüber, die werden sich finden.
Weißt du, wie ich meine? Es ist dann, es spielt auch keine Rolle eigentlich, wo man sich kennenlernt, meiner Meinung nach. Wenn zwei Menschen zusammenfinden sollen, sollen sie zusammenfinden. Deswegen finde ich, also ich bin ja ein Pro, also ich finde das ja eigentlich gut, dass man die Möglichkeiten hat und sehe das auch mit positiven, also mit positiven Augen. Weißt du, ich könnte das, jetzt auch die meinst, negativen online, Seiten betrachten. Du meinst das online kennenlernen? Ja, also ich finde das nicht negativ, weil man kann einfach davon ausgehen, hey, du kannst sogar Menschen kennenlernen, die sind gerade nicht in deiner Umgebung, aber energetisch gesehen passt es einfach und können dich vielleicht auch aus seiner Umgebung holen, weil das Ding ist ja auch immer, die Menschen, die um uns herum sind, sind energetisch gesehen oft gleich, aber vielleicht suchst du auch etwas anderes, weißt du, und dann würdest du den Menschen vielleicht so gar nicht in deiner Umgebung begegnen können, das geht gar nicht. Deswegen finde ich, das ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Hundertprozentig, sehe ich genauso. Es kann halt in beide Richtungen gehen, du weißt, es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Ich glaube zum Beispiel auch dieses ganze Tinder und dieses ganze Swipen und so viel Zugang zu haben zu diesen ganzen Dating-Apps und so, kann auch kann einem auch davon abhalten, mit einer Person längere Zeit zu verbringen. Weißt du, weil man sich dann immer wieder im Hinterkopf denkt, ah, vielleicht swipe ich doch noch eine geilere, vielleicht gibt's da noch einen besseren, vielleicht ist da noch was nicer oder so. Weißt du, wie ich meine? Dass das die Leute auch ein bisschen, dass das alles so schnelllebig geworden ist und dass die Leute wenig da bleiben und wenig in der Beziehung drin bleiben. Wenn mal eine Kleinigkeit passiert, dann versuchen sie schon vielleicht wieder den Nächsten kennenzulernen oder so. Das ist eine Sache, wo ich, zu viele Optionen sind manchmal auch nicht gut. Weißt du, was ich meine? Und durch Tinder, du kannst halt wirklich swipe. Nee, auf jeden Fall sehe ich auch so, dass man eventuell da der Versuchung nicht widerstehen kann. Da kommt es dann drauf an, wie leicht bist du zu jetzt sagen wir mal bei dir, ne? Ich weiß ja, du magst Frauen und nur du lernst auch gerne Frauen kennen. Je nach Typ ist es da wahrscheinlich dann auch mal so ein Ding, weißt du? Für manche Männer ist das gar keine Option. Was sagst du? Für manche Leute ist das vielleicht gar nicht unbedingt die Option, aber für den einen oder anderen schon. Das ist wie ein Spiel. Tinder ist auch ein bisschen wie ein Spiel, gerade fürs Ego. Ne? Wenn man ein großes Ego hat, dann guckt man mal, okay, wem kann ich jetzt matchen? So, dann gematcht und manchmal willst du den noch nicht treffen. Ich merke das auch, dass manche Männer, glaube ich, die haben einfach nur Bock zu gucken, wie sie, weißt du, wen sie haben könnten auch. Und dann ist es auch wieder eine Verführung. Es ist, keine Ahnung. Als Mann ist es auch ein komplett anderes Ding als Frau, glaube ich. Ja, hundertprozentig. Weißt du? Mit der Verführung, das ist halt so eine Sache. Irgendwie ist die Qualität jetzt gerade nicht so geil, aber ich hoffe, das stabilisiert sich gleich wieder bei dir drüben. Auf jeden Fall, was du eben angesprochen hast mit diesen Versuchungen, das ist halt schon extrem. Da sagst du was so. Also ich meine, Versuchungen, Temptations sind überall mittlerweile. Ne? Egal ob auf Instagram, auf TikTok. Was ich auf TikTok teilweise, also ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe TikTok vielleicht mal eine Woche selber genutzt zum Gucken, was da abgeht. Und dann habe ich gemerkt, das ist es nicht. Also da, was du da alles siehst, ist ja fast OnlyFans. Ablenkung. Ja, auch so. Ja, Mann. Das ist ja schon hardcore, was da abgeht. Auch hier auf Twitch. Auch hier auf Twitch gibt es Streamerinnen, die da wirklich mit Bikini irgendwie Pool-Sessions machen und dann da rumbaden und sich einseifen und so. Die Temptations sind überall. Also du musst dich da echt hart unter Kontrolle haben heutzutage. Hart. Ja, und vor allem TikTok, ich weiß es nur aus eigener Erfahrung, also ich weiß ja, wie die Managements für OnlyFans, wie die ihre Leute bekommen und das läuft ja über TikTok, ne? Ja, ne? Das läuft ja alles über TikTok, ja. Also TikTok ist auf jeden Fall eine Versuchung. Und du weißt aber, wenn du einmal eine Frau folgst, ne, und dann deine For You-Page ist vollgespammt mit nackten Frauen. Wenn du einmal likest, eine halbnackte Frau likest, dann bam, Alter, ist alles voll. Ey, ich kann mich da gar nicht dran. Also ich habe aber bei TikTok schon immer so gefühlstechnisch so einen extremen Abstand dazu gefühlt. So. Ich habe mich voll lange irgendwie davon weggehalten und habe voll lange das Gefühl gehabt, ey, geh nicht auf TikTok, das ist nicht deins, das passt nicht zu dir so. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch TikTok zu machen, aber ich lade da halt wirklich Videos hoch, wo ich versuche, inspirierende Sachen zu sagen, irgendwelche Sachen, wo Leute noch was mitnehmen können, ein bisschen Gegenpol zu dieser ganzen Scheiße, die da sonst so abgeht. Aber wenn man auch sieht, wie die sich da live teilweise dann da wirklich richtig krass zum Affen machen und irgendwelche, weiß ich nicht, die fressen sogar Scheiße, glaube ich, mittlerweile, damit die Leute irgendwie da irgendwelche Geldsachen spenden und so, ist schon hart. Ja, ist schon, ach, ich weiß auch nicht, was soll ich sagen, ich stehe da mit halben Beinen ja selber drin, weißt du, wie ich meine? Ja. Und man muss einfach, also bei diesen ganzen Social Media, vor allem TikTok, man muss bewusst sein, wirklich bewusst das konsumieren, sonst verlierst du dich komplett. Und ich glaube, das ist aber allgemein der Schlüssel, dieses Bewusstsein, was wir so viel immer reden. Das ist ja auch für die Beziehung wichtig. Also ist ja bei allen
Faktoren wichtig, weißt du, in einer Beziehung, beim Konsum mit Social Media und so weiter. Ich denke mal, wenn man das entsprechende Bewusstsein hat, dann kann auch alles irgendwie funktionieren. Dann kannst du auch alles gut nutzen. Auch Tinder kannst du dann entsprechend gut nutzen, weißt du? Ja, aber ich habe, wie gesagt, ich bin eine Frau, ich bin ein sehr bewusster Mensch. Ich kann mich natürlich schlecht in einen zum Beispiel Mann reinversetzen, der nicht so bewusst ist und sich da gar nicht kontrollieren kann. Ne? Und deswegen ist das schon eine Falle. So. Auf jeden Fall muss man echt aufpassen. Ich weiß, was soll ich sagen? Ja, Freako, was geht ab? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Mary hat gerade geschrieben, dass sie ihren Mann auch online kennengelernt hat. Erzähl mal, wie hast du den kennengelernt? Wo hast du den kennengelernt? Interessiert mich gerade. Ja, auf jeden Fall. Man muss generell, was du auch gesagt hast mit dem Bewusstsein, das ist so eine Sache, die einfach extrem wichtig ist. Egal, was du tust, dass du es einfach bewusst machst. Und ich glaube, um richtig in dein Bewusstsein reinzukommen, muss man auch erstmal eine gewisse Disziplin an den Tag legen und mal seine Bildschirmzeit runterschrauben und vielleicht mal komplett Detox machen, damit man sich überhaupt wieder als Bewusstsein, als Mensch richtig findet so und dann versucht, einen gesunden Zugang zu diesen ganzen Sachen zu finden, so weißt du? Weil, auf jeden Fall. Ich denke mal, dass, ja, Entschuldigung. Nee, erzähl. Ja, ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig. Bei mir war das halt schon vorher, ne? Jetzt wüsste ich gar nicht. Ich habe ja, bevor TikTok überhaupt richtig war, war ich schon bewusst. Ich finde, das ist halt, ja, das A und O. Sonst würde ich mich vielleicht da auch noch mehr verlieren. Und heutzutage ist es ja wie, ey, wenn du so und so viel Follower hast, das ist so wie, wenn du dein Abi gemacht hast oder weißt du, wie ich meine? Das krass, ist ja, das zählt ist ja so. Heutzutage so. Nur noch guckt jemand, also wer fragt denn heute noch, ey, was hast du denn gelernt oder was für einen Abschluss hast du, fragt ja keiner mehr. Jetzt geht es nur noch darum, zeig mal deinen Account und zeig mal, was hast du für Reichweite, teilweise. Weißt teilweise du? Echt und ich finde das teilweise auch echt extrem, vor allen Dingen diese ganzen TikToker, die da jetzt entstanden sind und so einen krassen Fame haben irgendwie und auch eine krasse Reichweite haben, man muss sich halt auch dessen bewusst sein, dass wenn dieses TikTok-Ding weg ist, dann sind die auch weg. Das sind jetzt keine Leute, die irgendwie auch noch einen YouTube-Kanal haben, wo die Leute die verfolgen oder irgendwie da noch eine krasse Reichweite haben. Das ist voll das Phänomen. Es gibt wirklich echt viele Leute auf TikTok, die so eine 100.000 Millionen Reichweite haben. Eigentlich kennt die keinen Schwanz. Die sind nur auf dieser Plattform bekannt. Und ich glaube, das ist schon gefährlich, sich darauf dann auch auszuruhen. So ist. Ich habe einen Homie, der auch auf TikTok bekannt ist. Und dem habe ich auch gesagt, der soll versuchen, so schnell wie möglich die Sache auch auf YouTube rüberzuziehen, weil ich gesagt habe, du hast Potenzial, dir auch eine richtige, echte Reichweite aufzubauen. Weil ich glaube schon, dass wenn du einen YouTube-Kanal hast, wo Leute dich wirklich verfolgen und du eine gewisse Reichweite aufgebaut hast, ist es halt auch so, dass wenn die Plattform vielleicht irgendwann mal weggeht, die Leute versuchen trotzdem, dich irgendwie zu finden auf Instagram oder hier oder da. Ist nochmal eine deepere Connection als bei diesen 15 Sekunden TikTok-Videos, wo du dann da rumtwerkst zum Beispiel, weißt du? Nee, man muss auf jeden Fall, wenn man TikTok, jetzt nochmal zum Thema TikTok ganz kurz, weil, wenn wir das ja gerade besprechen, wenn man TikTok schon macht, dann sollte man schon ein Ziel haben, so zum Beispiel mein ehemaliger Mitbewohner Ricky, der hat zum Beispiel jetzt durch seine Reichweite, hat der jetzt einen Schauspielvertrag bei einer richtig, richtig bekannten Managerin. Also das ist unnormal, was der da durchbekommen hat. Die hat ihn nämlich auf TikTok entdeckt. Das weißt ist du, krass. Also er hatte ein Ziel. Das ist auch Opportunity. Er wollte Schauspieler werden. Ist auch eine Opportunity, was das dir geben kann, wenn du wirklich ein langes Ziel hast und nicht einfach nur Fame haben willst. So. Ja, genau. Man muss schon ein Ziel haben. Was willst du dadurch erreichen? Dann kann man es wieder gut nutzen. Und das meine ich mit Bewusstsein. Nutze es bewusst für dich, kann es dann auch gut sein. Aber nicht dieses nur TikTok sich damit zu identifizieren, das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Nee, das macht wirklich keinen Sinn. Ja, der Typ ist krass, diese Ricky, Alter. Ich bin gespannt. Ihr wolltet, glaube ich, oder habt nochmal einen neuen Talk gemacht, ne? Glaube ich, oder? Nee, leider nicht. Irgendwann mache ich das nochmal. Der ist jetzt ja in Mexiko-Stadt. Und das ist halt verrückt, weil der hat, also wie gesagt, bei dieser Frau einen Schauspielvertrag. Das ist die Mutter von Elisabeth bla bla bla, die hat 7 Millionen Follower, die Tochter, die spielt in Hollywood und sogar Cristiano Ronaldo folgt ihr. Weißt du, was ich meine? Das ist halt ganz oberste Liga und Ricky will ja auch nach Hollywood. Und wenn das möglich wäre, und überleg mal, das kam dann eventuell durch TikTok, weißt du, weil er auf TikTok große Reichweite bekommen hat und er ist gewachsen, unnormal, krass. Und der hat auch, was hat er gemacht? Liebe übrigens. Sein Thema war ja mit Frauen flirten, weißt du, so auf dicke Frauen eingehen, zum Beispiel, hey, was ist eine Frau, wenn sie auf einmal dick geworden ist? Eine 1000 von 10 oder so. Weißt du, der hat das so ausgenutzt. Echt? Was heißt ausgenutzt? Ja? Aber ja, da siehst so du, aber das ist halt so, weißt du, das ist halt auch so, ja, soll jeder für sich wissen. Ich meine, wenn er da draußen eine coole Karriere macht und so, dann ist ja auch,
cool, so, weißt du, wie ich meine, aber ich finde, man sollte schon ein bisschen aufpassen, was für eine Message gibst du nach draußen, was fühlst du wirklich von dem, was du da machst oder nicht so. Und ich glaube, bei TikTok ist es extrem viel so, dass die Leute einfach nur das machen, was Klicks generiert, wo die mal viral gehen können, so. Aber ist es wirklich deine deepe Message im Herzen, weißt du, was verbreitest du nach außen? Das ist eine Sache, wo sich viele Leute, glaube ich, gar keine Gedanken mehr machen, sondern Hauptsache auf den Zug mit aufspringen und auch mal ein Video haben, was 1 Million hat. Und das ist dann die Erfüllung, die sie suchen irgendwie. Aber ich glaube, um dich richtig auch gut zu fühlen, musst du mit dem, was du fühlst aus dem Herzen, das, was deine Bestimmung ist, was erreichen. Dann bist du erst wirklich zufrieden und glücklich, weißt du? Als wenn du irgendwie viral gehst mit Dingen, die du eigentlich nicht fühlst, so, weißt du? Du musst aber auch überlegen, viele Leute sind noch sehr jung, ja, ne? Und die haben das noch nicht. Also ich wusste mit 24 auch noch nicht, was ist meine Bestimmung. Weißt du? Fühl ich. Das ist halt... Das entwickelt sich, hast du recht. Die Mary hat gerade erzählt, wie die ihren Typen kennengelernt hat. Auf Tagged. Kennst du Tagged? Nee. T-A-G-G-E-D. Habe ich auch noch nie gehört. Tagged? Nee, das kenne ich nicht. Wir haben über ein Jahr... Ist das sowas wie Tinder? Ich glaube schon. Wir haben über ein Jahr nur miteinander geschrieben und telefoniert. Wir waren sehr gute Freunde zuerst. Und dann noch über einem Jahr haben wir uns am Valentinstag zum ersten Mal getroffen und konnten nicht mehr ohne einander, sind fast 10 Jahre verheiratet. Krass. Wow. Siehst du, so kann es auch gehen, gell? Ey, korrekt. Weißt du, wie viele Leute sich im Online kennengelernt haben, die ich kenne, die in einer glücklichen Beziehung sind, oft sagen die das gar nicht, ne? Die sagen das nicht, wie die sich kennengelernt haben. Ich finde es gar nicht schlimm. Ja, es ist doch nicht schlimm. Ob man sich online, mein Gott, ey, wir alle sind immer so, ja, Tinder nutzt du Tinder und so, aber jeder nutzt es doch. Also ist doch egal. Also ich gebe es offen zu, dass ich das nutze. Nutzt auch jeder zweite Single. Weißt du, wie ich meine, heutzutage? Ja, ey, ich benutze es auch manchmal so. Aber ich merke auch schnell, dass es einfach... Ja, ich merke aber auch schnell, dass es dann... Oh, das, ich habe so wenig Verbindung mit den Mädels, mit denen ich da schreibe oder die ich da sehe und so. Das ist einfach nur, okay, ich finde die geil, ich swipe nach rechts. Und dann schreibt man hin und her. Man schreibt immer wieder die gleichen Sachen, gerade hier in Deutschland. Da kommen immer wieder dieselben Sätze und dann, weiß ich nicht, das turnt mich voll schnell ab. Also so Tinder... Ich weiß, was du meinst, Mann. Ich ja auch. Ich bin auch mega schnell gelangweilt davon. Aber Leon, es geht immer noch darum, man muss nur einen Menschen treffen. Das ist genauso wie, mit wie vielen Menschen hast du schon draußen auf der Straße getroffen und denkst dir, hey, mit denen bin ich nicht connected, ne? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich nutze Tinder nicht, um die eine zu finden. So. Aber was ist, wenn du die dadurch triffst aus Versehen? Was soll, so wie Devin jetzt, der zusammenzieht mit der, vielleicht heiratet der ja, die in einem Monat schön. Oder so. Dann ist schön. Ey, dann ist auch geil. Hat aber auch die, nicht gesucht. So. Ja, safe. Safe. Hast du recht, man sollte eigentlich immer offen sein. Es kann passieren. Es kann passieren. Du weißt doch nicht, es geht doch nicht darum, wo du den Menschen kennenlernst. Es geht darum, dass du den Menschen kennenlernst. Weißt du? Egal wo. Ob im Supermarkt, ob in der Tankstelle, ob auf der Straße, ob online. Ist doch eigentlich scheißegal. Eigentlich schon. Weißt du, wenn es der richtige Moment ist, dann treffen sich die Seelen. So. Und ich glaube daran, weil ich das so oft schon gesehen habe, dass es passieren kann. Und deswegen ist auch nicht schlimm. Und wie gesagt, du kannst so oft Leuten begegnen, auch Leute treffen draußen und denkst so, oh, es matcht nicht. Und online ist halt genauso. Aber dann bei einem vielleicht matcht das. Weißt du, deswegen, also ich weiß nicht, ich habe immer noch Hoffnung. Ich hab immer noch die Hoffnung irgendwie, dass es überall passieren kann. Weißt du, egal wo. Ist so. Nee, fühl ich, Digga. Wenn du, solange du das denkst, du weißt ja, wie es ist, solange du davon überzeugt bist, dass es auch passieren kann, kann es auch passieren. Wenn du denkst, dass es nicht passieren kann dann kann es nicht passieren. Also das ist alles in deinem Kopf. Genau, du kannst dich selber ja so, die Blockaden selber ja bauen. Du blockierst dich ja selber dann, wenn du sagst, nee, das geht nicht. Aber wenn du sagst, hey, das kann passieren. Ja, hier schreibt doch einer gerade, es ist halt nur peinlich zu sagen, dass man sich auf Tinder kennengelernt hat, aber ist im Prinzip das gleiche wie Insta. Ja, aber das mit diesem peinlich, das ist auch nur hier in Deutschland so. Das sage ich euch ehrlich. Zum Beispiel international, auch drüben in Mexiko. ist echt so. Also ich habe auch über Tinder meine Tätowiererin kennengelernt. Ich habe über Tinder coole Mädels kennengelernt, mit denen ich nichts hatte, wo wir einfach coole Zeit miteinander hatten und so. Da sind Leute teilweise, also jeder... Das ist so wie Social Media da drüben, weißt du? Leute connecten sich. Man muss nicht immer nur auf das eine hinaus. So. Hier in Deutschland ist es halt ein bisschen anders. Hier ist es mehr so... Ja, dieses, das so ist auch das Ding. Ja, in Deutschland ist anders. Das habe ich auch schon mal gemerkt. Auch Freunde von mir, die sagen immer, ey, in Deutschland, du kannst dich noch nicht mal mit den Typen unterhalten, die sind nicht cool. Entweder, oder du kannst dich noch nicht mal mit denen treffen, die schreiben dir dann einfach nicht zurück. Haben mir schon oft Mädels gesagt, wo ich denke, echt? Hier ist es voll easy in Mexiko. Nein, Deutschland ist ja voll krass. So ein easy Ding. Hier, die Männer haben auch keinen Anstand. Was ist das?
teilweise muss ich echt sagen, also die gehen ja direkt, das geht ja direkt in eine gewisse Richtung rein, so. Wie viele Mädels, mit denen ich schreibe, die sagen, oh, ist so schlimm hier auf Tinder und die wollen direkt immer so und sagen dann direkt so. Also die haben echt viel Negativerfahrungen auch gemacht. Ich glaube, es ist hier auch ein bisschen verpönt als Mädel, wenn du auf Tinder unterwegs bist, so, weißt du? Echt? Ein bisschen Ach so. Ja, ja. Du kennst es doch, die Gesellschaft hier ist alles ein bisschen steifer, ist alles ein bisschen nicht so locker wie international. Mm. Weißt du doch. Mm. Eine andere Frage. Ich weiß gar nicht mehr, ist zu lange her, aber ja. Ja, ist halt. Ja, ist andere halt Frage. So. Glaubst du daran, dass es nur einen Menschen gibt, der für dich bestimmt ist? Also glaubst du daran, dass es immer nur ein perfektes Pärchen gibt oder glaubst du, dass es mehrere potenzielle Männer da draußen gibt, die gut für dich wären? Boah, ich finde das eine richtig schwierige Frage, aber ich habe mir darüber halt auch schon Gedanken gemacht, weil das Verrückte ist ja auch, wie oft war man schon verliebt und dachte, das ist jetzt der, der ist besser als alle anderen, die vorher da waren. Das ist ja mit jedem Mann eigentlich, mit dem man sich neu verliebt, hat man das Gefühl, dass der besser ist als alle anderen, mit denen man jemals war. Da denke ich mir dann immer, ist das so, wenn ja? der jetzt besser ist, ja, eigentlich schon. Also ich muss sagen, ich steigere mich eigentlich immer. Also ich würde mich jetzt nicht auf jemand einlassen. Love Talk mit Justine, wo ich komm vorbei. Sexy, ja, erzähl, ja. Erzähl. Weißt du, ich würde mich halt jetzt nicht auf jemand einlassen, wo ich denke, der ist jetzt irgendwie schlechter als der, mit dem ich davor war. Weißt du, also Macht eigentlich Sinn. Steigern sich die Leute und passen auch immer besser zu ein, finde ich. Also immer wieder, man entwickelt sich ja selber auch, man merkt, was man will, was man nicht will, ne, wenn man älter wird. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und dann dementsprechend ziehe ich dann auch andere Leute an und denke mir jedes Mal, Alter, krass, der ist so toll, die anderen Männer waren irgendwie gar nichts dagegen. Und dann denke ich mir, wenn ich das doch jetzt fühle, dann kann wahrscheinlich noch mehrere Leute da draußen passen wahrscheinlich zu mir. Und dann merke ich auch immer wieder, das hatte ich jetzt auch erst, diesen Gedanken, dass ich gucke dann so meine Leute an, mit denen ich so zu tun habe und merke, was für tolle Eigenschaften teilweise die Leute haben. Aber jeder hat andere Qualitäten, weißt du? Dann denke ich mir, der könnte eigentlich zu mir passen, der könnte aber auch zu mir passen. Jetzt ist aber auch die Frage, öffnet man sich dann auch sexuell zum Beispiel? Weil manchmal frage ich mich auch, wo ist der Unterschied zwischen einem seelenverwandten Freund, Kumpel oder wirklich einem seelenverwandten beziehungspotenziellen Partner. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es mehrere Leute gibt, die zu dir passen und die zu bestimmten Lebensphasen in dein Leben kommen, weil du vielleicht auch dich mit diesen Menschen entwickeln sollst. Ich glaube ja, dass menschliche Beziehungen auch der Entwicklung dienen. Und ich merke immer, wenn ich in einer bestimmten Phase bin, habe ich mit anderen Leuten zu tun. Wenn ich wieder in einer anderen Phase bin, kommen wieder andere Leute in mein Leben. Und dementsprechend glaube ich, je nachdem, in welcher Phase man vielleicht auch gerade ist, können sich die Partner vielleicht auch wirklich schneller wechseln. Und wenn man vielleicht dann irgendwie sich selber gefunden hat, wirklich, dann trifft man vielleicht den Menschen, der wirklich auch längere Zeit mit dir den Weg gehen kann, weil er auch dieselbe Mission hat und sich auch im Klaren ist, was er will. Weil es geht auch schlecht, ne? Wenn du zum Beispiel jetzt nicht richtig weißt, was du willst, dann hast du jemanden, der nicht richtig weiß, was er will und dann schwebst du in der Luft. Und ich denke mal, da sind so viele Faktoren, die mit einspielen, wirklich einer Partnerschaft oder Verwandtschaft. Also ich glaube, das ist ein brutal wichtiger Punkt. Ihr habt mehrere Seelenverwandten. Erzähl erstmal zu Ende, ja. Ja. Wir haben mehrere Seelenverwandte, das glaube ich schon. Also das Gefühl, dass Seelenverwandtschaft ist ja so, du triffst jemanden und du hast das Gefühl wirklich, du kennst ihn schon länger, du kannst dich mega öffnen, du agierst mit denen, als wäre das halt dein bester Kumpel seit 5 Jahren oder so. Mhm. Und du sollst auch was voneinander lernen. Ich glaube, das sind so Seelenverwandte. Und dann sagt man ja, das weiß ich jetzt auch nicht, dann gibt es ja noch Twin Flames, ne, wo ich dual sehen. Das bedeutet ja, dass aus einer Seele quasi, also dass die Seele sich aufgeteilt hat in 2 Körper. Und davon gibt es wohl nur einen im Leben. Und wenn du diesen Menschen triffst, dann merkst du das wohl auch extrem, dass du mega verbunden bist, aber dass du auch mega Learning hast mit der Person. Also dass du ausgemacht hast, dass ihr euch irgendwann treffen werdet und dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ist, als würde man zusammen eine Mission haben, die man meistern will gemeinsam oder keine Ahnung. Also was ich dazu sagen wollte, was du gesagt hast, das heißt, am Ende des Tages, genau, den Punkt, den du gesagt hast mit, dass man sich erstmal selber richtig finden sollte, weißt du, bevor man, also ich glaube schon, dass umso mehr du dich selber kennst, umso mehr du in deiner Mitte bist, umso mehr du deine Bestimmung als Mensch auch lebst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen
perfektes Gegenstück anziehen wirst, so, weißt du? Daran glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, das mit den Twin Flame habe ich jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal gehört von dir, dass es wirklich Leute gibt, die die gleiche Seele irgendwie in sich tragen oder man die gleiche Mission hat. Ich meine, man kennt es ja. Ich habe auch schon Leute in meinem Leben kennengelernt, wo ich das Gefühl hatte, dass wir uns schon 10 Jahre kennen, obwohl wir erst den ersten Talk haben, so, weißt du? Wir zwei zum Beispiel haben uns ja auch direkt brutal verstanden und haben so miteinander geredet, als ob wir uns schon jahrelang kennen. Mit Laura war das auch so. Mit ehemaligen Freunden war das auch so. Deswegen, ich glaube schon, dass da irgendwie eine Art Verbindung ist. Ich glaube, es gibt mehrere Menschen auf der Welt, mit denen du so eine Verbindung spürst, als ob ihr euch schon jahrzehntelang kennt. Woran das genau liegt, also die Hintergründe weiß ich nicht genau. Was das genau ist, wie das ist, vielleicht hat man sich in einem vorherigen Leben schon mal begegnet, vielleicht ist man irgendwie schon mal zusammen einen Weg gegangen, ja, zusammen oder so. Ja, genau. Oder hat zusammen in einem Dorf gelebt oder war verwandt, was auch immer so. Ich glaube aber, ich habe das Gefühl, es gibt auf jeden Fall, also ich glaube daran, dass es in meinem Fall jetzt auf jeden Fall mehrere Frauen gibt, glaube ich, mit denen ich potenziell eine Beziehung führen könnte, so, was auch miteinander bestimmt ist, füreinander bestimmt ist. Ich glaube nicht, dass wenn man einmal seine große Liebe gefunden hat, dass man nie wieder jemanden findet, mit dem man so eine krasse Verbindung spürt. Weil ich merke das halt immer wieder. Umso besser es mir geht, umso besser ich in meinem Flow drin bin, in meinem Modus bin und mein Ding mache, umso mehr lerne ich Menschen kennen, die mit mir einfach gut zusammenpassen und matchen, so, weißt du? Und ich glaube, es ist unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, du wirst immer wieder Menschen in dein Leben anziehen, die zu dir passen, wenn du auf dem richtigen Weg bist, so. Oder? Auf jeden Fall. Und vor allem, bei mir war es immer so, also bei mir persönlich, dass ich gemerkt habe, dass ich, ich habe noch so viele Sachen wirklich mit mir zu klären, bevor ich überhaupt in der Lage wäre, eine glückliche Beziehung für mich zu führen und natürlich auch für den Partner und nicht, dass es in einer toxischen Beziehung ausartet. Viele Leute sind ja miteinander, weil sie denken, sie können nicht ohne jemanden sein oder haben noch andere Sachen, die sie eigentlich erstmal aufarbeiten müssen, um überhaupt fähig zu sein, den Partner oder sich selber überhaupt glücklich zu machen in einer Beziehung. Und die erwarten dann sehr viel von dem Gegenüber, ne? Und solange man das doch hat, ich glaube, dass man dann halt nur toxische Beziehungen führen kann. Und das war immer etwas, was ich niemals wollte. Also da bleibe ich lieber alleine, bevor ich da irgendwie in so eine Beziehung komme, wo man sich gegenseitig wirklich fertig macht. Und ich sehe das halt so oft. Also ich sehe das überall, dass viele Menschen sich eigentlich erstmal mit sich beschäftigen müssen, weißt du, um überhaupt dann auch den Seelenverwandten zu finden, den richtigen Partner. Weil so auch beide haben Probleme, finden sich auch, und sind unglücklich. Ja, und vor allen Dingen auch den Partner dann richtig zu behandeln, weißt du, was ich meine? Wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist und wenn du dich selber nicht magst oder dich abfuckst dir selbst gegenüber, wird es auch oft so, dass du deinen Partner dann auch schlecht behandelst, weil du einfach auch genervt schon von dir selber bist, so, weißt du? Ja. Und es kann sogar sein, glaube ich, dass du vielleicht den richtigen Partner kennenlernst, aber den dann falsch behandelst und dass es dann toxisch wird und auseinandergeht, so, weißt du? Also ich glaube, dieses Self-Work, dieses in dir selber arbeiten und dich selber finden, deinen Kern zu finden, bewusst zu sein, ist, glaube ich, für jegliche Art von Beziehung sehr, sehr wichtig, so. Das ist der Grundstein, weißt du, das ist der Grundstein für ein glückliches Leben, ob in einer Beziehung oder ohne. Und ich kann auch noch mal kurz was teilen, und zwar bei mir ist es auch so, wenn es zum Beispiel jetzt mit einem Mann nicht so klappt, ich reflektiere immer und ich trage immer die Verantwortung. Und nur so kannst du überhaupt in der Lage sein, dich zu entwickeln. Wenn du die Verantwortung nimmst, warum etwas nicht klappt und nicht sagst, hey, der Typ war nicht richtig, der Typ war kacke. Nee, guck mal, was mit dir auch war. Zum Beispiel, ich habe gemerkt, ich habe eigentlich potenziell den richtigen Mann getroffen, meiner Meinung nach, habe aber auch gemerkt, dass ich die Beziehung hätte nicht genießen können, weil ich von Ängsten geprägt bin und mich dann unnatürlich verhalte und mich dann sehr auf den Partner fokussiere und dann mir auch einrede, dass ich den auch brauche, um dann glücklich zu sein und in eine Sache reingerate, die gar nicht gut und sich nicht richtig anfühlt. Weißt du, und dann merke ich, okay, ich bin noch gar nicht ready dafür. Ich muss erstmal diese Sachen lösen, damit ich ready bin. Und das finde ich ist super, super wichtig, weil ich glaube, viele Leute strugglen damit, dass sie nicht den richtigen Partner entweder begegnen oder dass es nicht klappt mit einer Person. Und die erkennen überhaupt nicht, woran es liegt. Die denken dann, ich habe kein Glück in der Liebe. Das hat nichts mit kein Glück in der Liebe zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du vielleicht noch irgendwelche Traumas in dir hast, irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche Ängste. Und mit diesen Ängsten wirst du niemals in der Lage sein, wirklich in
in diese Beziehung zu kommen, in die du dir wirklich sehnlichst wünschst, weißt du? Und das ist eine Sache super wichtig, finde ich auch, dass man immer reflektiert, hey, was war mit diesem Menschen, warum habe ich diesen Menschen kennengelernt, warum ist das und das vorgefallen, warum hatte ich so eine Ängste auch in der Beziehung oder warum habe ich mich dementsprechend verhalten, Eifersucht zum Beispiel, ein ganz, ganz großes, bekanntes Thema in der heutigen Zeit ja sowieso auch, ne, mit diesen Online und so weiter, aber letztendlich ist es ein Grundbaustein. Das bist du halt, eifersüchtig? Das hat ja was damit zu tun, dass man nicht genügend Selbstvertrauen hat. Pass auf, also dazu kann ich dir eine Sache sagen. Ich hatte ja noch nie Warte, stopp. Nein, ich muss dazu warte ganz was erzählen. Gut. Ja, eine Sekunde. Bleib cool. Alles gut, du darfst gleich. Du darfst gleich. Ich muss dich kurz bremsen. Also, du hast noch keine richtig lange, stabile Beziehung geführt, richtig? Ja. Krass. Noch nie. Das ist krass. Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich eine Beziehung. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der noch nie eine Beziehung hatte in meinem Alter. Mit 37 Jahren hatte ich noch keine stabile Beziehung in meinem ganzen Leben. Okay, darauf, das legen wir einmal nach hinten kurz. Wir legen das kurz nach hinten, dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Du wolltest jetzt was sagen zum Thema Eifersucht. Ich will nur wissen, ob du eifersüchtig bist. Ob du eifersüchtig, nicht jetzt über die Allgemeinheit oder so, sondern ob du persönlich eifersüchtig bist. Ja, ja, okay. Okay, dazu muss ich dir aber trotzdem was sagen. Und zwar, ich hatte bis jetzt halt nur diese Erfahrung, dass ich mit einem Mann war, aber nicht in einer richtig festen Beziehung. Das heißt, natürlich bin ich unsicher und kann eifersüchtig sein, weil ich ja nicht weiß, ob der Mann mich will. Das heißt, ich habe immer diese Verlustangst in mir und dementsprechend auch die Eifersucht kommt dann auch durch. Ist nicht so, dass ich dann wie agiere wie so eine Verrückte dann? Oder so. Also, aber wie ich äußert merke, sich das dann? Also das äußert was, sich was? So, dass ich dann, also das äußert sich so, dass ich mich dann, dass ich Angst habe, dass ein anderer Mensch dann besser sein könnte für die Person, weil er sich ja noch nicht für mich entschieden hat aus eigenem Grund. Ne? Also ich bin ja noch nicht die Richtige, weil sonst wäre er mit mir in einer Beziehung. Ja. Wenn ich jetzt eine Beziehung hätte, glaube ich, dass ich nicht eifersüchtig wäre, weil warum wäre ich eifersüchtig? Der Mann ist doch dann mit mir, der hat sich doch für mich entschieden. Warum soll ich denken, dass er mit jemand anderes sein will, wenn er doch mit mir zusammen ist? Weißt du? Und wenn er mit jemand anders zusammen sein will, dann brauche ich ihn auch nicht mehr, weil dann brauche ich auch nicht eifersüchtig sein, weil dann ist er mit jemand anderen. Weißt du, das ja, ist das so, ist warum die Theorie. Soll ich eifersüchtig das, sein? Das ist die Theorie, Justine. Weißt du, was ich meine? In der Theorie, glaube ich, ist es auch easy, nicht eifersüchtig zu sein. Weißt du, was ich meine? In der Praxis läuft es ja, meistens weiß, halt. In der Praxis läuft es halt manchmal ein bisschen anders so. Weißt du, ich meine, ich feiere aber deine offene Art, so wie du damit umgehst. Ich finde es auch süß so. Das Ding ist halt, ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Eifersucht. Weißt du, wie ich meine? So, ich glaube, was halt brutal wichtig ist, ist halt dieses Gefühl, der Vibe. Wie sehr fühlst du dich sicher bei dem Mann? Beziehungsweise wie sehr fühlst du dich sicher? Wie sehr gibt er dir das Gefühl, dass du dir keine Sorgen machen musst? So. Ich glaube, wenn da schon so ein bisschen Kleinigkeiten sind, wo du das Gefühl hast, okay, ich kann dem vielleicht nicht richtig vertrauen oder nicht vertrauen, weil ich kenne Frauen und ich habe auch schon mit Frauen mich unterhalten, die waren bei dem Partner eifersüchtig, aber bei dem anderen nicht. Weißt du, wie ich meine so? Das ist so, je nachdem, was für ein Gefühl du bekommst auch von deinem Gegenüber. Genauso aber auch bei mir persönlich hatte ich das auch schon, dass ich eine Frau hatte, wo ich eifersüchtiger war, beziehungsweise mehr das Gefühl hatte, ich muss darauf achten, was sie macht, wie sie sich verhält oder diese ganzen Geschichten, weil sie sehr unsicher war. Wenn ich eine Frau aber kennenlerne, die schon richtig so in sich selbst sicher ist und weiß, wie sie sich verhält und mir so das Gefühl gibt, so ey, mach dir keine Sorgen, ich bin eine erwachsene Frau, die weiß, wie man sich wo zu verhalten hat, musst du dir keine Sorgen machen, dann geht auch dieses Eifersuchtsthema so ein bisschen weg, weißt du? Ja, das ist voll so, auch dieses Spiegelneuronen-Thema, es ist auch super interessant, weil wenn ich mich unsicher fühle, dann fühlt sich der Gegenüber ja auch unsicher. So. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube, dass, also, nee, warte mal. Ich war auch schon wieder einen Schritt zurück, glaube ich, mit meinen Gedanken. Und zwar, was ich auch noch sagen wollte, mit dieser Eifersucht, natürlich hat das auch ganz viel mit deinem Selbstvertrauen zu tun, wie du dich mit dir fühlst. Wenn ich zum Beispiel jetzt meine Projekte super gut umsetze, diszipliniert jeden Tag zum Sport gehe, also wirklich etwas dafür tue, dass ich auf mich stolz bin, steckt natürlich auch mein Selbstwert. Und das, glaube ich, spiegelt sich auch in die Beziehung aus, weil ich
dann denke, hey, ich bin ja eine coole Person. Warum sollte ich denken, dass ein anderer Mensch besser für ihn ist, wenn ich doch schon denke, ich bin schon mega gut mit allem, was ich so umsetze, ne, und wie ich mich entwickle. Und ich glaube auch diese Selbstsicherheit, also ne, dieses Spiegelneuron-Ding, wenn ich jetzt selbstsicher bin, dann spürt das auch der Partner. Und ich glaube, dementsprechend behandelt er mich auch anders. Weißt du, das ist auch nochmal super interessant, weil ich glaube, wenn man sehr unsicher ist als Mensch, kann auch der Partner das vielleicht fühlen und sich dann auch irgendwie andersweitig verhalten, wenn das Sinn macht. Ja, 100 Pro. Doch, auf jeden Fall. Ja, safe. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall auch eine Eifersucht, das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Die so aus eigener Unsicherheit herauskommt, so. Dass du dir selber mit dir selbst nicht sicher genug bist und dann denkst, okay, vielleicht gibt es noch jemanden Besseren da draußen und das strahlst du dann auch aus und das könnte wirklich dann auch negative Auswirkungen auf die Beziehung haben, so. Auf der anderen Seite glaube ich, es gibt halt auch eine Art Eifersucht, die auch so ein bisschen beschützerinstinktmäßig getrieben ist. Das habe ich in meiner Vergangenheit auch schon öfter erlebt, so. Dass man halt teilweise einfach nicht möchte, dass jetzt deine Freundin da jeden Tag ein Arschbild auf Instagram postet, so, weil du da einfach denkst, so, dass warum soll jetzt jedermann dein Arsch sich reinziehen können, wenn er möchte, so. Weißt du, was ich meine, so? Das ist dann nicht. Also ich hatte das zum Beispiel. Ist jetzt nicht wegen, weil ich denke, sie wird jetzt mit irgendeinem Typen, der ihr dann bei Insta schreibt, ey, geiler Arsch, was haben, sondern einfach so, das ist so ein bisschen Ego, glaube ich, halt auch einfach, dieses so, nee, das ist meins. Ich möchte nicht, dass jeder das so einfach sich reinziehen kann. Ja, das muss ja auch nicht sein. Ja. So. Ja, das verstehe ich total. Das hatte ich gestern auch ganz kurz, das Thema mit meinem Rumi, mit Devin. Und zwar hat er gesagt, dass er es nicht feiert, wenn die Frau in den Club geht, weil die Atmosphäre da so eine Ficker-Atmosphäre ist, sag ich mal, wo die Männer ja nur auf die Frau geiern. Und ich habe dann gesagt, ja, verstehe ich auch diesen Aspekt, aber betrachte es mal so, dass die Frau das vielleicht gar nicht, also ich als Frau sehe das zum Beispiel, ich blende das so ein bisschen aus. Ne? Ich gehe jetzt selten feiern, ist auch nicht mehr so mein Ding, ne? Davon mal abgesehen. Aber falls ich noch gerne feiern gehen würde, ich war gerne feiern, um zu tanzen. Ich habe mich auch nicht großartig mit Typen unterhalten, ich war immer tanzen. Da habe ich zu ihnen gesagt, vielleicht sieht die das ja auch so. Und er zum Beispiel denkt sich dann, er sagt übrigens, er ist überhaupt nicht eifersüchtig. Ne? Das Ding ist halt, er sagt, er ist überhaupt nicht eifersüchtig, aber trotzdem stört ihn das, weißt du? Ja, so. Das ist halt aber auch irgendwo verständlich, finde ich, weil du halt in einem Environment bist, auch wenn jetzt deine Frau an sich jetzt nicht deswegen hingeht, dass sie von Typen angesprochen wird, aber das ist halt einfach, die Location ist dafür da. Weißt du, wie ich meine? Der Vibe so, und so, ne? Der Vibe und die Energie. Ja. Und auch wenn du nicht die Intention hast, bist du trotzdem da. Weißt du, das ist ein gefährliches Territorium für einen Mann, in den er seine Frau dann schickt. Das ist kein neutrales Territorium, weißt du? Es ist der Ort, wo auf jeden Fall andere Männer sich deine Frau reinziehen und sagen, oh, die ist geil, ich versuch mal meinen Move so. Weißt du, wie ich meine so? Und dann kann ich schon verstehen, wie dann ein Mann sagt so, ich möchte nicht unbedingt, dass meine Frau dahin geht, damit sie nicht in dieses Territorium reingeht, auch wenn ich nicht denke, dass sie was mit einem anderen Typen haben will. Das ist genauso, wie du deinen Wagen halt auch nicht in einer gefährlichen Gegend parkst und nicht abschließt so. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach so, man muss es nicht drauf ankommen, man möchte es einfach nicht drauf ankommen lassen so. Und ich wünsche mir halt, ich wünschte mir zum Beispiel einfach eine Partnerin, die das einfach auch so sieht und sagt, ich verstehe das so. Ja. Ich muss jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende alleine feiern gehen und mit meinen Mädels und so, wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, so. Ich sehe das genauso, ich habe da eigentlich gar nichts mehr verloren, so richtig, weißt du? Ja. Ich sehe das ja auch so in meinem Alter, weißt du? Ich habe nur gesagt zu ihnen, ey, wenn die gerne tanzen geht, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Letztendlich entscheidet die Frau trotzdem, was passiert. Und also ich zum Beispiel, wenn ich einen Freund hätte und ich gehe in einen Club, ich weiß dann, was ich mache. Weißt du, da wird nichts passieren. Das weiß ich für mich. Ich weiß das. Aber ich habe auch einen starken Willen. Es gibt auch Mädels, ganz ehrlich, habe ich selber schon erlebt. Eine Freundin von mir hat das mir erzählt. Die hat gesagt, die hatte mal was mit einem Typen. Und die hat dann gesagt, ja, und der hat so quasi das so drauf angelegt, dass sie nicht hätte Nein sagen können. Ich habe gesagt, willst du mich verarschen? Also, sorry. Also, die hat einen Freund gehabt dann was mit einem anderen gehabt, weil sie war vergeben. Ja, aber die ist nicht in einer, die ist nicht in einer richtigen Beziehung oder so, weißt du? Die ist nicht in einer richtigen Beziehung, aber so ein Techte-Mächte-Ding auf jeden Fall war das. Und da hat die gesagt, dann war die trotzdem mit einem anderen, weil die hat, also sie hat einfach gesagt, dass sie nicht richtig Nein sagen konnte, wo ich sagte, Alter, wenn ich nicht will, dann weiß ich auch, wie ich das rüberbringe. Das ist eine Ausrede, sorry. Also entweder will die Frau das dann oder nicht? Du kannst nicht sagen, dass die Frau dazu gedrängt wurde oder der Versuchung nicht widerstehen konnte. Sie ist eine Frau, sie ist kein Mann.
Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Bei Männern glaube ich ja noch, dass sie ein bisschen schwieriger, dass es ein bisschen schwieriger ist bei denen mit dem Testosteron und so. Aber bei einer Frau, sorry, kann mir keine Frau sagen. Also ich bin ja halt auch eine Frau. Weißt du, ich glaube nicht, dass eine Frau nicht widerstehen kann. Das glaube ich nicht. Weißt du? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, da also muss schon auf jeden Fall. Meinung. Ja, ich denke auch. Also ich glaube schon, dass dann da irgendwie auch vielleicht in dem Techtelmechtel nicht alles so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht hat, so und dann eventuell schon auch im Kopf schon gedacht hat, okay, vielleicht gibt es doch noch jemanden, wo der Vibe krasser ist und so. Und wenn das der Fall ist, dann kann sowas passieren. Aber wenn du eigentlich mit deinem Mann zufrieden bist, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dann kommst du gar nicht erst auf die Gedanken, überhaupt einen anderen Mann so anzugucken, als ob du mit ihm Sex haben würdest oder so. Und vor allen Dingen nicht, dass du nicht widerstehen kannst. Ich meine, kann auch Ausnahmen geben, weißt du, wie ich meine? Ist ja nicht jede Frau gleich. Vielleicht gibt es die ein oder andere Dame, die auch ein Testosteron-Level hat wie ich. Einfach einen höheren Testosteronspiegel hat oder keine Ahnung, sich nicht unter Kontrolle hat. I don't know. Alkohol. War Alkohol im Spiel, fragt der Krieger. War Alkohol im Spiel? Nein. Auch nicht? Ich glaube nicht. Komm. Ich glaube nicht. Ich weiß es also nicht. Kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich denke nicht. Obwohl, weiß ich nicht. Einer schreibt gerade, hier gibt es eine kleine Diskussion, finde ich eigentlich ganz interessant. Nicht eifersüchtig ist wie, ich habe keinen Urinstinkt. Ja, so eine leichte Eifersucht, so ein bisschen, was sagst du, Justin, wenn du einen Typen hast und der ist so leicht ein bisschen eifersüchtig, dann ist es schon auch sexy, oder? Also das ist schon so, dass ich du dann denkst... Ich finde das gut, wenn ein Mann, ich finde, ja, ich mag das. Also wenn ein Mann leicht eifersüchtig ist, ich beobachte das ja selber, wenn ich mal mit einem Mann bin, auch wenn ich keine Beziehung habe, aber trotzdem, man merkt das ja, wenn die dann so eifersüchtig sind, von wegen, dass man merkt, der verhält sich so ein bisschen seltsam und du merkst, es stört ihn gerade ein bisschen, aber der trotzdem nicht ein riesen Drama macht, dann finde ich das okay. Nur es würde jetzt nicht gehen, wenn man immer eine Diskussion hätte wegen jeden Pfützel-Scheiß, dann würde ich die Krise kriegen. Aber so ein bisschen, das zeigt mir ja auch, dass ich ihn... Ich will nicht sagen, nur was bedeutet, weil ich glaube, bei Männern ist es auch so oft so ein Ego-Ding. Selbst eine Frau, die sie nicht lieben, da sind sie eifersüchtig, weil das ist einfach so dieses, ey, das ist jetzt mein Territorium mäßig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das muss auch nicht mal was mit vielen, mit großen Gefühlen zusammenhängen. Also ich glaube, es muss damit nicht zusammenhängen. Aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl, wenn man weiß, du bist jemand wichtig. Und wenn du denjenigen, nämlich Schnurzpiep, egal wärst, dann wäre ihnen das auch egal, wahrscheinlich. Weißt du, ob du mit jemand anders redest, wie lange du mit jemand redest, was du machst und. Ja, ne? Einer schreibt doch gerade, Hauptsache nicht krankhaft und toxisch. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Ich muss sagen, Hauptsache nicht krankhaft und toxisch, hat er gesagt. Also so ein bisschen Eifersucht gehört dazu, aber Hauptsache ist es nicht zu übertrieben. Und da ist auch sehr wichtig, dass du mit dir selber halt voll am Start bist. So. Gerade wenn du ein Mann bist, der einen hohen Testosteron-Level hat irgendwie, weil ich habe das auch in meiner Vergangenheit schon erlebt, dass ich teilweise zu eifersüchtig war und das habe ich mir im Nachhinein auch eingestanden, so weißt du, dass ich gemerkt habe einfach, wie das dann einfach nicht mehr positiv ist und ich gar keinen richtigen Grund dafür hatte, sondern einfach nur so, keine Ahnung, meine Emotion und mein Vibe und das alles nicht unter Kontrolle hatte, so weißt du, und es dann so stumpf rausgelassen habe. Umso mehr ich in meine Mitte reingekommen bin, umso mehr ich auch spirituell geworden bin, umso mehr kannst du auch in dich selber reinhören und dich selbst fragen, ey, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her? Und das ist, glaube ich, halt voll wichtig, dass du in dich selbst reinhören kannst und sagen kannst, das ist der Ursprung von dem Shit, du musst vielleicht da oder da was auslösen oder es liegt vielleicht wirklich an der Frau, dass du halt einfach so zuordnen kannst, wo kommt dieses Eifersüchtigsein jetzt her so gerade, weißt du? Ey, jetzt müssen wir natürlich... Und vor allem auch was... Ja, nee, sag... Ich wollte eigentlich nur noch mal fragen, vor allem auch, warum ist man eifersüchtig? Ist man wirklich eifersüchtig, weil man Angst hat, die Frau zu verlieren? Oder ist man wirklich eifersüchtig, weil das am Ego kratzt oder was mit Respekt zu tun hat? Weißt du, ist es so, weil du willst, die Frau zeigt dir Respekt, weil das ist disrespectful, wenn sie zum Beispiel sich so und so verhält? Oder ist es wirklich, weil du Angst hast, die Menschen zu verlieren? Ja, genau. Ich würde da auf jeden Fall auch noch mal einen Unterschied machen. Mhm. Wie war es denn bei dir? Ich zum Beispiel war mir hundertprozentig sicher, ich hätte ich hätte alles dafür gegeben, mein Leben dafür ins Feuer gelegt, dass sie niemals hätte was mit einem anderen Mann so angefangen, während sie mit mir zusammen ist, weißt du? Also es lag 0% daran, dass ich dachte, ja, es war so ein Respekt und aber auch so ein bisschen, sie war noch relativ jung, hat sich an der einen oder anderen Stelle so verhalten, wie ich das eigentlich
nicht gerne sehe. So, und da, so hat es dann angefangen, so ein bisschen, weißt du? Dass ich einfach das Gefühl hatte, dass sie sehr, sehr unsicher war im Umgang, auch mit anderen Männern zum Beispiel, wenn wir andere Männer getroffen haben und so diese ganzen Sachen, war ein bisschen so unsicher. Ich finde halt eine Frau geil, wenn die halt weiß, wie sie respektvoll mit ihrem Mann umgeht, aber dann auch in der Öffentlichkeit mit anderen Männern, wenn man sie trifft und so. Ich mag Frauen, die halt das ganz klar machen können, so, das ist mein Mann, und dass jeder das Gefühl hat, so, das ist ihr Mann, ohne dass da irgendwelche Fragezeichen im Hinterkopf sind oder so, weißt du? Der ist das. Ja, ja. Ja. Und halt Ego. Bei mir war halt auch noch sehr viel Ego im Spiel damals. So von wegen, was ich vorhin schon gesagt habe. So, poste das oder das nicht, weil das, ich finde das zu krass. Ich will nicht, dass irgendwelche anderen Männer das so und so sehen, weißt du? Es ist halt auch Respekt irgendwo von ihrer Seite. Ja, aber ja, ja. Verstehe ich total. Bisschen Ego auch von meiner Seite, weißt du? Es hat halt nicht so gematcht. Ich glaube, wenn du den richtigen Partner gefunden hast, so, der dich wirklich versteht als Mensch und ihr zusammen eine gute Einheit seid, dann kommt dieses Thema auch gar nicht so krass hoch. Ich glaube, es ist nur, wenn es auch nicht so richtig passt, weißt du? Oder? Oder aber auch, was bei mir einmal der Fall war, war zum Beispiel so, wenn ein Mann anderen Frauen das Gefühl gibt, dass er interessiert ist an ihn, weil er sich so und so verhält, wo ich mir denke, hey, ich weiß, die andere Frau denkt jetzt, er will was von ihr, und ich check das als Frau, weil ich intuitiv auch viel mehr verbunden bin mit diesen ganzen Sachen, weißt du, mit den Vibes, und der Typ dann denkt, nee, aber ich hatte gar keine Absicht, der dann so naiv ist und so sagt, nee, ich war doch nur nett, und ich so, Alter, habe ich doch gesehen, Mann, dass die denkt sich doch was dabei und so ein Scheiß. Was, wie, du bist nur nett, willst du mich verarschen? Weißt du, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich dann denke, ich komme mir doof vor, wenn der Typ dann eine andere Frau das Gefühl gibt und die denkt wirklich, der will was von ihnen, weißt du? Und ich stehe dann da als Freundin eigentlich neben ihnen so mäßig oder als das Mädchen. Das mag ich auch nicht. Das ist respektlos. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schwör's dir, das hat viel mit Respekt zu tun. Weißt du, wie ich meine, so? Machst du einfach nicht. Wenn du in die Öffentlichkeit gehst mit deinem Partner so, dann machst du den Leuten klar, auch wenn das andere Geschlecht an den Start kommt und vielleicht sogar von der Seite geflirtet wird, du machst den Menschen trotzdem klar, hier, das ist meine Partnerin so. Und du gibst auch das Gefühl, dass es so ist. Und andersrum genauso. Ich finde das brutal wichtig. Dass man, da ist es Respekt so. Dass man sich halt auch darüber Gedanken macht. Und das hatte ich vorher gemeint so. Meine Ex war relativ jung. Die hat sich darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, ob das jetzt respektlos ist, wenn sie sich so oder so verhält in der Öffentlichkeit neben mir. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach Naivität noch, was man auch erstmal irgendwie lernen muss. Genau. Und vor allen Dingen viele Frauen haben auch nicht richtig auf dem Schirm, wie Männer funktionieren. Weißt du, wie Männer ticken teilweise? Die denken, oh nee, ich bin ja nur freundlich, ich umarme den ja nur, ich rede ja nur kurz mit dem. Aber ich weiß ganz genau, wie Männer ticken. Ich weiß ganz genau, was der Bruder sich dabei denkt. So. Safe. Hundertprozentig, deswegen. Und die Frau dann so, nein und so, ich bin nur befreundet mit denen, ich fühle das, weil ich war früher nämlich so, vor ein paar Jahren, so war ich, war mit jedem Mann mega cool und nett und ich dachte mir immer, das ist doch mega entspannt, und so ein Typ, den ich damals gedatet habe, der hat gekocht, der hat es aber auch nicht gesagt, ich habe das erst im Nachhinein gecheckt, er hat es gehasst, dass ich mit jedem cool war, weißt du, mit all seinen Arbeitskollegen und so, der dachte sich, die wollten mich alle, weißt du, die wollten alle was von mir, so mäßig. Und so Mexikaner, ne? Bei den Mexikanern. Die waren alle so, ey, so eine Blondine, mega nett und so, hat Kohle. Alle waren hinter mir hermäßig. Yeah. Und er hat sich gedacht, warum checkt die das nicht? Aber hat mir jetzt auch nicht gesagt. Das ist halt auch ein Fehler. Dann sollte man wenigstens kommunizieren. Ja, safe. Du musst es wenigstens, weißt du, kommunizier das einmal, versuch das klar zu machen, sag, okay, das ist für mich so, das geht für mich nicht, das löst die und die Emotionen bei mir aus oder das, ich fühle das einfach nicht so. Kannst du es bitte ändern? Und dann sollte man auch dem Menschen noch eine Chance geben, wenn er es nicht vorher auf dem Schirm hatte, so. Ja. Und dann schauen, ob sich halt wirklich was ändert. Aber jetzt kommen wir mal an die eingemachten Themen an der Stelle. Du hast vorhin erwähnt, dass du 37 bist und selber noch nie eine lange Beziehung geführt hast, wa? Ja. Ja, schon krass. Ich meine, mega krass. Was denkst du, wie das kommt so? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht mal einen Mann in deinem Leben gab, der auf jeden Fall darauf Lust gehabt hätte, irgendwie mit dir mal eine Beziehung einzugehen. Aber war das jetzt dann von deiner Seite, dass du gesagt hast, so, waren nie die richtigen Typen, oder denkst du, das liegt an dir persönlich so? Was ist da so der Hintergrund?